EA Po Productions liest Carlo Collodi, Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele. Übersetzt von Anton Grumann. Erstes Stück. Ein Holz schreit, das sprechen, lachen und weinen kann. Es war einmal ein König, meinen gleich die klugen kleinen Zuhörer. Aber diesmal, Kinder, habt ihr weit daneben geraten. Es war einmal ein Stück Holz. Ja, ein ganz gewöhnliches Holzscheit. Draußen lag es im Wald mit vielen anderen Stücken auf der Beige. Ein Fuhrmann kam, lud sie alle auf den Wagen und fuhr damit zur Stadt, dem Schreiner Toni vor das Haus. Das Holz ward gesägt und gespaltet, denn im kalten Winter sollte es im knisternden Ofen die Stube wärmen. Ein Glück, dass Toni das eine Scheit bemerkte. Es war so hübsch gerade und hatte keinen Ast. Drum stellte es der Schreiner in eine Ecke seiner Werkstatt und dachte, ein gutes, glattes Stück, es wäre schade, es zu verbrennen. Toni verstand sein Handwerk und war überall bekannt. Man nannte ihn freilich nur den Meister Pflaum, doch das kam davon, dass seine zierlich runde Nasenspitze so deftig blau erglänzte wie eine reife Pflaume, die unberührt am Baume hängt. Eines Tages war Meister Pflaum daran, einen Tisch zu verfertigen. Eben sah er sich in der Werkstatt nach dem passenden Holz um, erblickte das Scheit in der Ecke, rieb sich freudig die Hände und murmelte zufrieden vor sich hin. »Das Stück da kommt mir wie gerufen, es gibt einen Tischfuß.« Gleich nahm er das scharfe Beil, um die Rinde abzuschlagen. Der erste Hieb fiel auf das Holz, da oh nee, wimmerte erbärmlich ein zartes Stimmchen. »Nicht so arg schlagen, nicht so arg!« »Potzblitz, was war das?« Kalte Angst kam über den guten Schreiner, die Haare standen ihm zu Berge, er hatte nicht mehr Zeit, die ausgestreckte Hand mit dem Beile sinken zu lassen, und so stand er unbeweglich da wie das Einfahrtszeichen an der Eisenbahn, wenn es dem daherbrausenden Zuge Halt gebietet. Nach einiger Zeit erholte sich Meister Pflaum von seinem Schrecken, und nun durchsuchte er ängstlich die ganze Werkstatt. Es war niemand zu sehen. Er guckte unter die Hobelbank. Niemand. In den stets verschlossenen Schrank. Niemand. In den Korb mit den Hobelspänen und dem Sägmehl. Niemand. Er machte die Türe auf und sah auf die Straße. Auch niemand. Nanu! Mit einem erzwungenen Lachen kratzte sich der Schreiner hinter den Ohren und sprach, »Ganz klar, ich hab's. Das Stimmchen war eine närrische Einbildung. Nur wieder mutig an die Arbeit.« Fest nahm er das Beil in die Hand, kräftiger noch wie das erste Mal führte er den Hieb auf das Holz. Tief drang die scharfe Schneide ein. »Au, wie hat das wehgetan?« klagte laut das gleiche Stimmchen. Jetzt ward Meister Pflaum wie versteinert. Seine Augen traten weit hervor aus den Höhlen, sein Mund stand sperroffen, die Zunge hing ihm über die Unterlippe herab, so tief wie den Wasserspeiern am Springbrunnen. Nach einiger Zeit fand er die Sprache wieder, aber er zitterte immer noch entsetzlich und fragte stotternd, »Wo mag denn nur dieses Jammerstimmchen hergekommen sein? Das Holz da wird doch nicht weinen und klagen können wie ein kleines Kind. Unmöglich!« »Schau's mir einer nur an. Ist es nicht ein Scheit wie jedes andere? Hätte man es gesägt und gespalten, so wäre es vielleicht längst zur Asche verbrannt.« »Nanu, wirklich, es könnte sein? Einer versteckt sich in dem Holze? Na, der hätte sich aber einen ungeschickten Platz gesucht. Wart, dir will ich's bequemer machen. Gleich helfe ich dir heraus.« Sprach's, packte das unschuldige Scheit mit beiden Händen und warf es erbarmungslos an die Wand der Werkstatt. Nun stand er da ganz still. Er horchte, er neigte seinen Kopf gegen das Holz hin und lauschte. 2, 3, 5 Minuten waren schon vergangen. Alles blieb ruhig, nichts regte sich, gar nichts.
Es ist doch zum Lachen, sprach jetzt der mutige Schreiner und fuhr sich durch die struppigen Haare. Wie man dumm sein kann, versteht sich, das Stimmchen habe ich mir eingebildet. Nein, schon so viel Zeit verloren, jetzt geht es in allem Ernst an die Arbeit. Und doch hatte er immer noch Angst. Zwar fing er an, ein lustig Liedlein vor sich hinzusingen, aber er tat es nur, um sich Mut zu machen. Mit dem Beile getraute er sich nicht mehr an das verhexte Holz. Ein bisschen besser wollte er es doch behandeln. So spannte er das Scheit auf die Hobelbank, holte von der Wand einen langen Hobel und ließ ihn über das raue Holz hin und her gleiten. Auf einmal kichert's und lacht's in der Werkstatt. »Hör auf, ich bin so kitzlig!« Da war's mit Meister Pflaums Mute vorbei. Wie vom Blitz getroffen, sank er nieder und war wie tot. Als er wieder zu sich kam und die Augen aufmachte, merkte er, dass er auf dem Boden saß. »Wenn ihr ihn hättet sehen können!« Starr glotzten die Augen aus dem verstörten Gesichte, und die runde Nasenspitze saß mitten darin wie eine schwarz glänzende Tollkirsche. EA Pop Productions.